glaube, ich habe ein Auto. Ah, ich glaube, ich auch. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob da eins steht. Fuck, da kommt noch einer runter. Oh fuck, der will auch dahin. Oh fuck, der ist vor mir unten. Oh fuck, ich gehe direkt weiter runter. Go, 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 go. Komm, komm, komm. Und? In der Nähe ist einer. Auto! Ah, nö, warte, ich lasse das Auto mal hier. Nimm die Sparkplugs raus. Genau. Wenn sollte ich sterben, habe ich eh Pech. Also. Das wäre natürlich so super. So oder so Pech, wenn du stirbst. Ah, shit. Und hier liegt natürlich nur. Pumpgun ohne Moon, Kollege. Wie kacke ist das? Ja, dafür habe ich eine AR ohne Moon. Ja, geht's halt. Ich habe eine Pumpgun ohne Moon. Und ich überlege gerade, ob ich nicht gleich wegfahre. Machen eigentlich. Gleich einer hier reinkommt, muss ich hier. Ja, ich fahr weg. Ich fahr weg. Keine Lust, das zu riskieren. Ein Auto ist immer wichtiger. Überhaupt was irgendwo? Ach komm. Da dran. Kommt der bestimmt genau rein, wenn ich nachlade. Bam, 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 tot. Das wäre Hammer. Für ihn. Ha! Muss ich jetzt echt vorne raus? Was ist los? Es wollte jemand in mein Auto einsteigen. Hast du ihn überfahren oder was? Nö, aus dem Auto geschossen. Aus dem Auto raus? Ja. Wie das? Nö, er ist im Auto gesessen. Shit, ich kann ihn nicht looten. Da musst du kurz warten, dann ist das Loot im Auto. Ah, jetzt. Sehr gut. Nur bitte. Ja, ich mein. Bisschen Magnum-Munition, Shotgun-Shells hat er nur zwei, aber egal. Zumindest irgendwas. Ich fahr jetzt weiter kurz in den Norden. Oder wo bist du? Ich bin D9. D9? Ja. Puh, dann komm ich runter. Ich lauf gerade nördlich vom Dorf weg, weil da ist ja einer. Ich will jetzt nicht direkt was riskieren. Damit wir vielleicht wieder eine Top 3 Runde hinkriegen. Ja, das wäre cool, ja. Soll ich auf dich schießen? Warte, ich hüpfe hier auf der Straße. Ah, hier. Da ganz hinten ist ein Wohnwagen auf der rechten Seite. Ah, okay. Würden Sie mich mitnehmen? So, selbstverständlich. Wo fahren wir hin? Wir können eigentlich zur Villa fahren. Ja, können wir mal probieren zumindest. Wenn wir dann direkt wieder los müssen. Ja, macht ja nichts. Wir kommen aber dann bei der Military Base vorbei. Ist das eine wirklich Base oder ist das einfach nur ein so ein Ding? Was? So ein Hochturm oder so. Das ist eine riesen fette Base. Ja? Ich war da nämlich letztens bei B5, hast du ja gesagt. Ja, ja. Und da war nur ein fucking Hochturm bei mir. Ja, da warst du. Also ich war dann an der falschen Stelle noch wahrscheinlich. Da warst du. Hättest du noch. Da war so ein Hügel wahrscheinlich mit einem Hochturm oder so. Weiß ich nicht. Ich meine, ist die Frage, ob sie es jetzt im Normalen schon eingefügt haben, aber eigentlich sollte es drinnen sein. Die ist heftig, ist die. Vielleicht ist da auch Loot jetzt, ne? Könnte auch sein. Das wäre krass. Vielleicht haben sich aber auch da Leute verschanzt. Kann natürlich auch möglich sein. Wenn wirklich Loot dort ist, dann würde es sich auf jeden Fall auszahlen, weil es sind wirklich irrsinnig viele Zelte. Zelte sind da? Ja, ja. Okay, wie sieht denn das dann aus? Habe ich hier Zelte schon mal gesehen? Boah, das ist, nein, hast du noch nicht. Da, so ein richtiges Camp oder was? Ja, da schon. Junge, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich war einfach 10 Meter davon halt weg. Krass, ey, das lädt jetzt erst alles bei mir mit den Kisten. Ja, ist heftig, Junge, oder? Was ist da los? Lass mal da reinfahren. Ja, ja. Wäre geil, würde jetzt im Panzer stehen und man könnte nehmen. Oh, Alter, Mann, hast du es einfach nicht gesehen. Was ist das für eine Military Base? Ah, falsche Tour, hier. Das andere ist offen. Da haben die Wärter schon aufgemacht, damit, weil die wussten, wir kommen. Jetzt können wir zumachen. Kann man bestimmt später eh. Hier ist schon das erste Zelt, ich steig mal hier den Ach so, ja, ja. Fahr du mal weiter. Ich fahr mal rauf.
Ist halt die Frage, ob hier was Shotgun überhaupt drin ist. Ist was drin? Shotgun. Geil. Ich stelle mein Auto hier ab. Sparkplugs sind draußen. Aber nur Shotgun. Jetzt hänge ich hier im Zelt und bin rausgebackt. Okay, also bei mir ist nichts. Irgendwie reinbacken in das Zelt, sodass mich keiner sieht und das die Safe Zone wird. Hier ist so ein Beamer-Raum. Oh, du bist es. Gleich mal den Head. Headshot. Ja, ich wollte schon. Kein Spaß, ey. Was machen wir? In irgendein Zelt oder was? Hier so am Schreibtisch hinhocken und dann so. Ja, warum eigentlich nicht? Und eigentlich so perfekt hier. X. Das aus? Ja, ein bisschen bekloppt, wie ich hier hocke. Und dann wird jemand reinkommen. Wir haben schon auf Sie gewartet. Herzlich willkommen zum Bewerbungsgespräch. Hast du jetzt einen Screen oder was? Das sieht so geil aus. Ach ja. Ich dachte echt, das wird jetzt so eine richtige Kackrunde, wo ich direkt sterbe. Hab ich ja gesagt, ne? Weil wir haben gerade ja, wie gesagt, schon eine aufgenommen. Wo I4 Zweiter wurde und ich Dritter. Ja. Was ihr bei I4 natürlich dann in den kommenden Tagen irgendwann gucken könnt. Der ist immer ein bisschen hinterher, deswegen dauert das immer ein bisschen lange. Weil Österreicher und Technik und so. Ja. Das geht sich schon aus, sagt man da immer, aber das geht sich leider nicht aus. Aber die Military Base ist Hammer auf jeden Fall, dass die da sowas hinzimmern. Da sieht man immer, wie detailverliebt die sind. Mhm. Heute habe ich ja auch rausgefunden, dass der Mund sich bewegt beim Sprechen. War nicht synchron, das habe ich auch ausprobiert. Weil ich habe einfach einmal voll geschrien und der Mund ging nicht weit auf oder so, weißt du? Aber ist schon Hammer auf jeden Fall. Oh, ja. Ich fahre mal First Person, damit man das Rucken hier richtig mitbekommt für meine Zuschauer. Ich natürlich nicht, ich mach den Monitor so lange aus. Vertrau dir da voll und ganz, dass du gegen den Stein da vorne fährst, nicht? Hab den Monitor natürlich aus, ich weiß halt genau, wo was ist von. Kann das quasi fühlen, wenn man den Rasen so ein bisschen hört und wir sind genau unter. War schnell. Alter, gut, dass wir zur Seite gefahren sind. Ja. Alter, war das fucking knapp. Uiuiui. Auf jeden Fall kann ich den Wind durch die Reifengeräusche weiß man schon genau, wo man ist. Weil wenn lange kein Hügel kam, dann ist man da nicht, wo man ist. Ist die Frage, ob wir jetzt aussteigen sind wir sollten? Da, wo wir sind. Nee, erstmal nicht. Erstmal. Ja, aber wir sehen hier nicht wirklich. Ja, ist egal. Die sehen uns dann auch nicht. Außerdem, wenn Elfter ist, dann muss ich ja immer irgendjemanden umbringen und das ist dann der Nebenmann im Zweifel. Möchtest du fahren? Nee, passt schon. Ich hab gerne die Waffe hier in der Hand und schieß, wenn was kommt. Zum Beispiel von Süd-Südosten, wie sich das angehört hat. Ja, aber ich vermute, dass die alle bei den Bergen und so weiter. Nein, Innenreinigung muss mal wieder sein. Hast du wieder gegessen, obwohl ich dir das nicht erlaubt habe, oder? Das tut mir so leid. Auto. Geht so nicht weiter mit dir. Und getrunken scheinbar, weil du hast hier irgendwas verschüttet. Das rostet schon alles. Oh, hier ist ein Auto. Noch eins. Ein Auto. Ich glaube, die verfolgen die. Und wir stehen hier ganz entspannt. Wie geil ist denn das? Die fahren hier seelenruhig vorbei. Entweder gehören die zusammen oder sie haben sich verfolgt. Ich weiß jetzt schon, was vor dem Intro bei mir kommt. Auf jeden Fall könnten es zwischen... Auto? Irgendwo im Nordosten, da hinten. Das liegt! Oh. Die verfolgen die. Und das andere kommt hinterher. Wir könnten die abknallen. Nee, lass. Die sehen uns eh nicht. Nee, alles gut. Ich bin ready. Geht? Ja. Oh, das muss ich mir aus First Person angucken, wie er hier rumfährt. Das ist die Frage, oder? Weiter nördlich oder weiter südlich? Was meinst du? Wenn, dann südlich. Definitiv. Nördlich auf keinen Fall. Wir sind ja schon komplett nördlich. Ah, komm.
muss man dort durch einmal. So circa, oder? Ja, passt schon. Öffnung. Wir sind die letzten beiden, die sterben. Das kann sein, ja. Jetzt Bäcker. Jetzt das Auto, das Flugzeug. Oh, wie mies das her. Sollen wir hier bleiben? Ja, können wir, glaube ich. Halt nicht sicher, ne? Aber das wird schon sicher ausgehen. Guck mal nach hinten. Ich weiß halt nur nicht, ob wir südlich. Oh, wir müssen rüber, Süden. Oh, fuck. Du fährst südöstlich, fahr mal nur südlich. Schaff mal. Oh! Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. %60 nur noch. Ich park hier unten. Auto 60%. Ja. Geht sich ja aus. Muss man ganz kurz verbinden. Ah, wir brennen, das ist kacke. Ja, dann schenken wir aus, oder? Ja, sofort. Ich muss mich eben verbinden zweimal. Weil das Gas hat mich getroffen. Nicht mal der Gegner, aber jetzt müssen... können wir aussteigen. Ja. Ah. Nördlich. D4-Grenze, oder? Ja. Aber ein bisschen westlich muss man. Bisschen westlich, ja. Wo bist du? Ah, hier. Hier, am Auto. Okay. Komm, wir jagen das Auto noch hoch. Ja, lass lieber, sonst verraten wir uns. Es sind nur noch 11. Nicht, dass sie dann zu uns schauen. Einer ist Top 10. Auf jeden Fall waren nordwestlich Spieler. Ja, wir müssen noch weiter, wir müssen echt schauen, dass wir auf C4 kommen. 10, Top 10. Nice. Sehr schön. C4 bin ich hier. Perfekt. Dann einfach hier im Wald. Vorne in dem Wald oder so. Ja. Hoffen, dass hier nicht der Gegner ist von gerade. Ich weiß nämlich nicht, wo der war. Ja, hier können wir eigentlich bleiben. Ich bleib hier dann einfach. Hier. Pass auf mit dem Berg, ne? Ja, wir müssen westlich. Einfach nur westlich. Westlich, ne? Stimmt. Ja. Auf einmal rennst du in mir. Wo bist du? Hier. Hier hinter dir. Einfach nur runter. Da kamen auch Schüsse irgendwo. Huch, wo? Wo bist du? Die Schüsse kamen näher. Ich bin hinter dir, hier, am Baum. Sechs Spieler. Ich sehe noch nichts. Ich gehe mal hier runter. Ich folge dir. Vorne ist halt relativ freie Fläche. Ich glaube, dass links von uns eh nichts ist. Beziehungsweise ist die Frage. Da vorne ist der Rand. Wir können an den Rand ran, oder? Eigentlich? Ja. Wo kommt ein Flugzeug? Das passt. Der Airdrop ist dort hinten, ja. Oh! Ich bin tot! Wo? Da oben! Fuck! Wo ist er jetzt hin? Nein, ich bin tot. Ah, oh, shit, der war hinter uns. Oh, nicht aufgepasst. GG, man. GG. Ach, Mist, weg.